Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Starte den Motor. Nein, zu einer neuen Folge. LS19 Campaign of France. Wir machen jetzt noch die kleine Wiese vorne. Die düngen wir. Und dann noch die große Wiese anschließend. Die müssen wir auch nochmal düngen. Und dann geht's so langsam aber sicher hier an Feld 5, dass wir das wieder soweit fit machen. Und ja, dann sieht's, glaube ich, ganz gut aus, ne? Dann sieht's sogar, glaube ich, ganz gut aus hier. Ich meine, dann haben wir etliches geschafft. Wir können sehr, sehr zufrieden sein, finde ich. Jetzt die Frage, müssen wir die Wiese eigentlich nur einmal düngen oder können wir sie zweimal düngen? Ich weiß es gar nicht. Müssen wir mal ausprobieren dann. Ich gehe davon aus, dass wir da eigentlich zweimal düngen könnten. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, ne? Aber werden wir schon sehen. So, sehr gut. Sehr gut. Sieht gut aus. Sehr schön. Überall gegendonnern hier, ne? Das ist wieder typisch Umweltrettung. Das bin typisch ich. Mano. Kann ich einmal vernünftig fahren hier, ne? Egal. Ihr kennt mich ja. Ihr kennt mich ja zur Genüge. So, dann haben wir das hier. Die Fläche wäre dann auch fast fertig. Wir müssen gleich nochmal nachbesorgen. Ich würde sogar vielleicht mal gleich Gülle besorgen. Sogar. Vom Hof, damit wir die auch mal wegkriegen, so langsam, ne? Ich meine, sind auch 6000 Liter, über 6000 Liter meine ich an Gülle, die wir da haben. Die müssen wir auch mal irgendwann wegkriegen, ne? Können nicht immer nur Gärrest nehmen und die Gülle stapelt sich dann bei uns. So in dem Sinne. Das geht ja auch nicht. Da müssen wir schon was anderes machen. Aber kriegen wir hin.
So, eben Gülle holen. Wir sind jetzt sowieso direkt am Hof. Mal gucken, ob ich jetzt die Kurve kriege hier. Das wäre natürlich auch sinnvoll. Sieht gut aus. Boah, sieht das gut aus. Ich krieg hier mal die Kurve. Wahnsinn. Und da war es schon wieder vorbei. Egal. Liter. Na gut, nehmen wir. Wie sieht es aus bei den Schafen? Haben wir wieder Wolle da, ne? Okay, das ist fast voll. Das dauert noch. Eben schnell bei den Hühnern gucken mit den Eiern. Na, dauert noch. Okay. Den Schafen könnten wir langsam wieder sauber machen, ne? Den Kühen aber, glaube ich, ebenfalls. Müssen wir gucken. Kriegen wir irgendwie hin. Er ist natürlich die Kurve nicht bekommen, das ist klar. Vorher kriege ich die Kurve, jetzt kriege ich sie nicht mehr, ne? Immer wieder typisch irgendwie. So, das Stück jetzt noch. Und dann die letzte Wiese. Und dann gucken wir, was wir auf Feld 5 machen müssen anschließend. Dass wir das auch hinkriegen, ne? Natürlich ein relativ weiter Weg jetzt bis zu Feld 5, also bis zur Wiese. Meine ich, Feld 5 ist ja oben, das wollen wir gerade gar nicht machen. Dann die Wiese hier, die große. Da müssen wir gucken dann, dass wir die auch gedüngt kriegen komplett, ne? Wird aber schon hinhauen. Aber so groß ist die eigentlich gar nicht, ne? So groß ist die eigentlich gar nicht. Die Wiese hier. Ich glaube, das hat nichts gebracht, das Ding da, ne? Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, das hat nichts gebracht. Werden wir sehen. Ne, sieht nicht da aus. Okay. Sehr schön. Oh, sieht das gut aus.
Optimal, Leute. Optimal. So soll es sein. So muss das laufen, Leute. Dann fahren wir jetzt einmal zum Hof zurück, bringen das Gillefass weg. Denn dann kümmern wir uns um Feld 5, dass wir es soweit wieder fit kriegen. Nach der Sojabohnenernte, was drauf soll, müssen wir gucken. Je nachdem, was wir da noch haben. Eventuell wieder so in Richtung Gerste gehen. Hafer vielleicht sogar. Müssen wir mal gucken, was wir machen. Kriegen wir schon was hin. Okay, was müssen wir auf Feld 5 machen? Gucken wir mal direkt nach. Abgeerntet. Wir müssen kalken. Wir müssen kalken. Oha. Na gut, dann werden wir kalken, Leute. Wenn wir kalken müssen, dann werden wir kalken. Ist halt so. Holen wir uns den Kalkstreuer. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt mittlerweile den ganzen Mineraldünger weg? Oder müssen wir noch Mineraldünger nutzen? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Kalk. Ich glaube, hier am Hof haben wir keinen Mineraldünger mehr, ne? Bin mir ziemlich sicher. Haben wir noch einen Fahrzeughändler? Weiß ich nicht. Müssen wir gucken, wir müssen sowieso zum Fahrzeughändler auffüllen, ne? Von daher schauen wir dann direkt da mal nach, ob wir da noch Mineraldünger haben. Falls ja, dann können wir das nochmal eben für Feld 5 nutzen, dann gucken wir weiter. Hoppala. Was war das jetzt? Einmal komplett nach rechts gezogen, nach links gezogen, ne? Links ist das neue rechts, ne? Eieieiei. So, 115 Liter Kalk haben wir noch. Wir müssen auf jeden Fall komplett auffüllen wohl. Bei Kalk brauchen wir eine ganze Menge. Fliegen wir brauchen wir dementsprechend wohl nicht. Ist auch schon mal gut. Haben wir noch Pflanzenschutzmittel? Pflanzenschutzmittel haben wir noch, ne? Das war das, glaube ich. So, 900 Liter Kalk, sehr schön. Ab zu Feld 5. Dann schauen wir mal weiter, ne? Sehr schön. So. Dann wollen wir mal loslegen, ne?
Machen wir noch ein bisschen? Wir machen noch ein bisschen heute. Okay, das ist ein bisschen breiter. Na gut. Direkt mal komplett kalken hier, ne? Ich würde sagen, machen wir auf jeden Fall heute noch fertig. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter anschließend, ne? Dann haben wir das zumindest auch schon mal durch. Sind schon mal wieder einen Schritt weiter, einen guten Schritt weiter. Dann sollte es passen. Weit die nächste Wachstumsstufe. Scheinbar. Oder denke ich mal. Also gucken, dass wir dementsprechend auch gut vorankommen, ne? Dass wir auch die nächste Wachstumsstufe direkt nutzen können. Sag ich mal, wenn Feld 3, Feld 6, 7 hier fertig ist, gewachsen, dass wir das direkt auch nutzen können, ein bisschen erledigen können hier, ne? Wir brauchen nochmal Kalk, ne? Wir brauchen nochmal eine ganze Menge Kalk. Also auffüllen müssen wir sowieso mal Kalk, okay. Damit werden wir nicht auskommen. Na gut, machen wir. Gut, dann machen wir das in der nächsten Folge, Leute. Ich danke euch aber fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit am Start seid. Und sage einem in dem Sinne natürlich bis dahin Servus und Tschüss.